Los, komm rein. Folgende Sendung für eine Eilmeldung. Wir hatten vor Tagen über mehrere unaufgeklärte Stromausfälle informiert. Nachdem nun nach 8 Tagen immer noch kein Strom vorhanden ist, kommt es in der Innenstadt zu Ausschreitungen und Plünderungen. Aktuell gibt es Meldungen über 12 Tote und ca. 200 Verletzte. Wie uns aus glaubwürdigen Quellen vorliegt, kann es noch Monate dauern, bis die Stromversorgung wieder gewährleistet werden kann. Die Bevölkerung ist aufgerufen, Ruhe zu bewahren und die Ausgangssperre zu beachten. Wir melden uns, sobald neue Informationen vorliegen. Das war Günther Lauch für Channel 4. Oh fuck, Maya, die Kacke ist am Dampf. Los, komm, los, der Hocker, los. Hallo, Hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Man. Ich erkläre euch den Fluchtrucksack. Auf geht's, ich zeige euch, was da drin ist, wie es funktioniert und warum ich diesen überhaupt habe. Viele von euch haben mir geschrieben in der Beschreibung, wo ich meinen Bus vorgestellt habe, was mache ich, wenn ich kein Auto habe? Wie kann ich mich vorbereiten, wenn ich kein Haus habe? Hier habt ihr eine absolut geniale Lösung, die ich euch jetzt vorstellen werde. Es geht einfach darum, vorbereitet zu sein und zwar dann schon vorbereitet zu sein, wenn es soweit ist. Der Rucksack, so wie ich ihn hier habe, steht natürlich schon fertig gepackt, ausgerüstet, eingeschweißt und nicht antastbar in meinem Schrank, weil es geht ja darum, dass ihr nicht lange packen müsst, sondern sofort reagieren könnt und abhauen könnt. Es kann zum akuten Problem in der Stadt kommen. Stromausfälle, die länger anhaltend sind. Die Leute gehen es an die Gurgel. Ihr müsst einfach für gewisse Zeit weg. Hier geht es dabei, einer Gefahr zu entkommen, sich abzusondern und bei Gelegenheit wieder zurückzukommen, wenn sich die Wogen geglättet haben oder auch nicht. Jetzt zeige ich aber erstmal genau, was in diesem Rucksack drin ist. Hier haben wir zum Beispiel eine ganz wichtige Sache. Wenn alles Strom weg ist und euer Telefon ist leer, wie erfahrt ihr denn, ob die Situation geklärt oder wieder einigermaßen okay ist, dass ihr zurückkehren könnt? Ganz einfach. Ihr besorgt euch so ein ganz kleines handelsübliches Weltradio, so nennen sich die Dinger. Und dann ab und an mal das Ding anmachen. Sendersuchlauf, der ist hier an der Seite. Ne? Man hört schon. Da kann man quasi Informationen abgreifen. Handschuhe. Die sind sogar noch original verpackt, die sind aus dem Baumarkt, die kosten 1 Euro. Aber ihr könnt mir glauben, durch meine Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, gerade entweder im Winter oder wenn es nass ist, Handschuhe zu haben. Man macht sich so schnell die Pfoten kaputt. Natürlich Erste-Hilfe-Beutel. Ich habe in meinem Erste-Hilfe-Beutel 1, 2 Sachen drin, die für mich extrem wichtig sind. Und zwar gehört dazu, wenn man sich verletzt, für eine Wundversorgung zu sorgen. Das heißt, eine Jodsalbe, ganz, ganz wichtig. Pflaster und Verbandszeug ist auch ganz, ganz wichtig. Durchfalltabletten und eine kleine Marge Ibuprofen. Wie gesagt, ihr müsst davon ausgehen, der Rucksack steht gepackt in der Ecke. Ja, das heißt also, das normal, was du sonst hast als Ausrüstung, das zählt hier nicht. Ja, es muss also separat etwas sein, was du nicht sowieso schon verwendest. Deshalb werdet ihr auch nicht sehen, was ich in meiner normalen Ausrüstung habe. Eine Pinzette, gerade auch so für Dornen oder Splitter oder Zecken. Und hier haben wir Klebeband. Warum hat Martin wasserdichtes Klebeband bei? Zeige ich euch gleich warum. Und eine Minischere. Wisst ihr, wie das wehtut, wenn man lange Fußnägel hat und man hat die nicht geschnitten und man geht auf eine Tour und haut die sich immer vorne gegen? Ganz schlechte Idee. Hier haben wir einmal ein Messer. Und zwar ist das das Mora. Das ist das Bushcraft-Messer. Hier vorne ist ein Feuer mit Schall. Das ist mein altes Messer. Das habe ich einfach in den Fluchtrucksack gepackt, weil ich halt so viele andere Messer habe, die ich jetzt benutze. Hier habe ich einen Feuerstahl dabei und eine Schärffläche, um das Messer nachzuschärfen. Nichts schlimmer als ein stumpfes Messer. Freunde, das könnt ihr mir glauben. Das ist mein Ersatz für eine Axt und für große Messer. Das passt perfekt. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr im Dunkeln auf der Flucht seid, eine handelsübliche Taschenlampe. Einfach eine Taschenlampe, die funktioniert. Ganz wichtig und natürlich aufgeladen ist. Hier habe ich ein Reizstoff-Sprühgerät, beziehungsweise auch bekannt als Pfefferspray. Das benutzt man einfach, um Leute abzuwehren, die dir zu nahe kommen, die du nicht magst. Weil sie dir als Leder wollen oder deine Ausrüstung. Auch ganz wichtig. Dann habe ich hier eine eingeschweißte Zahnbürste. Ja, wie gesagt, ist ein Fluchtrucksack, ne? Also da brauche ich nicht viel zu sagen. Eine eingeschweißte Zahnbürste. Hier habe ich 3 Bolzen. Was man hier mit den kleinen Dingern anstellt, das seht ihr gleich. Bleibt dran.
Das war das obere Fach. Nun kommen wir zu dem nächsten. Beziehungsweise, was haben wir denn hier vorne Schönes? Das ist eigentlich ganz einfach festgemacht. Und das ist das Geile bei dem Rucksack. Hier vorne habe ich eine Handarmbrust. Und das Geile ist, es hat echt mit zwei Clips hier gelöst. Das sind die normalen Querträger, die du hier siehst, die man eigentlich benutzt, um hier festzumachen. Ich habe es einfach umfunktioniert, habe die längste Länge genommen, vorgesetzt, draufgepackt. Und ihr seht, ich kann innerhalb von kürzester Zeit das Ding wieder festmachen und abmachen. Das ist halt mega gut. Rucksack runter, abgenommen, fertig. Ob das Ding überhaupt was taugt hier und was das so kann, das zeige ich euch gleich. Jetzt geht es erstmal um den Rucksack. Das kommt also einen Moment später. Der Fluchtrucksack basiert auf dem Modell Tasmanian Tiger Raid Pack MK3. Ganz wichtig, das Ding hat knapp 52 Liter. Er hat halt eine perfekte Größe und wiegt, so wie er jetzt hier gepackt ist von mir, ungefähr 13 Kilo. Da müsste normalerweise noch Wasser zukommen, was ich jetzt da nicht drin habe. Denn wir befinden uns in einem Szenario. Natürlich ist nichts passiert. Uns geht's allen gut und so soll es auch bleiben. Ich bin nicht der Typ, der sich darauf freut, dass irgendwas passiert. Ich bin nur halt immer schon gerne in meinem Leben vorbereitet gewesen. Da. Aufgemacht. Eine Rettungsdecke habe ich da drin. Hier habe ich ein Combat-Überlebensset, einen Wasserfilter, zusätzliches First-Aid-Kit eingeschweißt, damit auch wasserdicht. Eine Karte. Wozu hat Maddie eine Karte? Erkläre ich euch gleich. Und Hygieneartikel, Feuchttücher und ein bisschen Klopapier. Wie wollt ihr euch denn orientieren, wenn ihr tatsächlich auf der Flucht seid und euer Telefon geht nicht mehr? Ihr habt kein Navi, kein Google Maps, nichts dergleichen, kein Kartenmaterial. Dafür habt ihr analoge Karte bei. Einmal komplett Deutschland. Der Maßstab einer Karte steht immer ganz unten am Boden. Und zwar ist das 1 zu 800.000. 5 cm sind 50 Kilometer. Ja geil, ich hab voll die Karte. Ich weiß, wo ich bin. Aber ihr wisst ja nicht, wo Norden, Süden und Osten ist. Wie nordet man eine Karte aus, zeige ich euch, geht ganz schnell. Hier in meinem Überlebenskit ist ein kleiner Kompass drin. Packt den Kompass auf eure Hand. So, das heißt, ihr wisst jetzt, wo Norden ist. Jetzt wisst ihr ja anhand der Karte, wo der Nordpfeil ist, wo circa Norden ist. Deshalb, jetzt könnt ihr die Karte ausrichten. Ihr legt den Kompass entweder hin, behaltet ihn in der Hand, ist auch egal, der ist jetzt relativ klein. Nehmt euch die Karte dazu und richtet Norden aus. Da wir ja wissen, dass die Nordsee im Norden liegt und hier auch der Nordpfeil in diese Richtung zeigt, ist die Karte jetzt ausgenordet. Denn jetzt stimmt die Karte. Ich suche mir den nächstbesten Weg und kann mich neu orientieren. Den packe ich wieder da rein, denn da gehört er hin. So, das rechte Fach ist nur ausgelegt für Maya. Hier haben wir einen mobilen Trinknapf bzw. Fressnapf und Futter für knapp 2 Tage bzw. 2,5 Tage. Oder wir fahren runter und sind dann halt bei 3 Tage. Danach muss ich anfangen, neues Futter für Maya zu suchen oder zu töten oder zu jagen oder zu looten. Deshalb, das war das rechte Fach. Kommen wir nun zum Hauptfach. Hier haben wir ein Wasserbehältnis bzw. Wasserflasche. Das ist eine Nalgene. Die hat oben eine schöne große Öffnung. Das heißt, man kann wunderbar auch Wasser schöpfen und dann durch den Filter halt trinken. Hier ist jetzt kein Wasser drin, weil ein gepackter Rucksack mit Wasser drin macht keinen Sinn. Und wir befinden uns in einem Szenario. Das heißt, bevor ihr losrennt, füllt ihr die einfach noch auf oder ihr wisst unterwegs, wo ihr sie auffüllen könnt. Hier haben wir ein Mini-Trinkbehältnis. Ein kleines Gefäß, um Wasser abzukochen zur Not, auch falls der Filter quasi nicht lange hält oder ihr verliert ihn oder geht kaputt. Immer Plan B im Kopf haben. Hier habe ich ein kleines Paket Not-Nahrungskekse bzw. die guten alten Panzerplatten-Survivor-Kekse. Extrem viele Kalorien. Also wir haben hier knapp 500 Kalorien in der Hand. Das ist schon ziemlich geil. Hier haben wir Paracord bzw. Paraseil bzw. ein bisschen Strippe, um sein Shelter zu bauen oder um überhaupt Fallen zu stellen oder irgendwas auch immer. Hier kurz angeschnitten das Thema Nahrung bzw. EPA. Tagesration. Dieses kleine Beutelchen hat insgesamt 4380 Kalorien. Ich lese euch mal ganz kurz vor. Nur ein Ansatz. Natürlich hat jeder seine eigene Vorstellung und jeder macht seine eigene Art und Weise. Das ist für mich mein Weg zu sagen, okay, ich bin gut vorbereitet. Das ist mein Fluchtrucksack. Hier habe ich meine Isomatte. Das ist ein recht kleines und einfaches Modell. Ich glaube, es wiegt knapp 395 Gramm, soweit ich weiß. Extrem kleines Packmaß und wiegt halt nichts. Das ist halt was Entscheidendes. Und isoliert? Doch. Dann habe ich hier drin einen Poncho, auch ganz wichtig. Ein kleiner Poncho, gerade wenn es regnet und du bist aufgeschmissen, wenn du komplett durchnässt bist, dann frierst du oder so. Da hast du Wasser, aber du frierst. Deshalb ein Poncho. Eine Isomatte, Faltmatte von der Bundeswehr. Eigentlich ziemlich einfach, ganz einfach gehalten, aber perfekt für zum Beispiel Knie in der Arbeit oder zum Sitzen als Sitzkissen. Für mich ist das auch wichtig, weil Maya darauf dann schlafen kann, auf dieser kleinen Matte und ich schlafe auf der großen. Das ist eine handelsübliche Baumarktplane, die man aber nicht im Baumarkt bekommt. Damit baue ich mir quasi mein Shelter, meine Unterkunft, meine regensichere Abschirmung zur Außenwelt. Perfekt natürlich mit diesem Camouflage-Muster, dass ihr euch natürlich in so einer, im Wald quasi verstecken könnt. Und jetzt, Freunde, kommt mein Klebeband zum Einsatz. Das Klebeband war dazu gedacht, um Stellen, die hier entstehen, die du kaputt machst durch Äste oder durch Funken vom Lagerfeuer, einfach abkleben kannst. Dazu brauchst du aber dieses Gewebe-Klebeband, quasi dieses, na, du weißt schon, was ich gesagt habe gerade hier, dieses wasserdicht war das Wort. Wasserdichtes Klebeband, damit ich meine Plane reparieren kann. Wenn ihr sie gut faltet, könnt ihr euch eine Unterlage zum Schlafen draufpacken und gleichzeitig aber auch eine Überdachung. Ein kleines Wärmepolster. Hier habe ich ganz einfaches Daunenjäckchen drin. Der Beutel ist nicht von der Firma, den habe ich mir extra besorgt, aber die Daunenjacke an sich hat nur 20 Euro gekostet, gab es bei C&A, also nichts Teures, weil
für Fluchtrucksäcke ideal. Das plustert sich noch ein bisschen auf und ihr habt eine isolierende Schicht Kleidung dabei. Ganz wichtig, gerade wenn es nachts kalt wird. Leicht und kleines Packmaß. Und zu guter Letzt der Schlafsack. Natürlich auch eine ganz wichtige Komponente. Ihr braucht ein Dach, ihr braucht eine Schlafmöglichkeit, eine Unterlage und hier ist der Schlafsack. Das ist mein ausrangierter Snackpack-Schlafsack. Den hatte ich früher ganz am Anfang. Nutze ihn jetzt quasi für meinen Fluchtrucksack. Perfekt. Das war der Inhalt meines Fluchtrucksacks. Und jetzt probieren wir mal was aus, was mich nämlich die ganze Zeit schon brennend interessiert. Taugen diese kleinen Handarmbrüste was? Kann man damit ein bisschen was kaputt machen? Oder reicht es, um einen Zombie in den Kopf zu schießen? Ist das eine Verteidigungswaffe oder sogar Jagdwaffe? Wir kriegen es raus, direkt nach der Werbung. Freunde, natürlich ist so ein Video nicht möglich ohne gewisse Partner und Unterstützer. In diesem Video hat mich die Firma Spezialdepot unterstützt. Ohne die Sachen, die ihr mir zur Verfügung gestellt hätte, wäre es gar nicht möglich gewesen. Denn dieser Fluchtrucksack, alles was da drin ist, bekommt ihr auch bei Uli im Spezialdepot. Einfach unten in die Beschreibung geben, da habe ich alles aufgelistet. Und natürlich auch ganz wichtig, die Firma Tasmanian Tiger, die mir den Rucksack zur Verfügung gestellt hat, einfach auch in die Beschreibung geben, da ist alles verlinkt. Da könnt ihr euch euren eigenen Fluchtrucksack zusammenbasteln. Und mit den beiden Partnern, ohne Scheiß, seid ihr gut dabei. Beides zusammen ergibt eine extrem geile Kombination. Und die Firma Runtime unterstützt mich natürlich auch, was ich nicht vergessen habe. Grüße gehen auch da raus. Und jetzt geht's weiter mit der Armbrust. Jetzt machen wir ein bisschen rumballern hier. Ich will wissen, ob das Ding tatsächlich funktioniert. Wie versprochen nach der Werbung, der Beschusstest von der Alligator Mancoon Handarmbrust. Gespannt wird das ganze Ding eigentlich ziemlich einfach. Oben rauf drücken. Damit löst sich dieser Mechanismus hier, der vorne an der Sehne das Ding nach vorne packt. Jetzt greifen wir mit der Hand um. Man nimmt sie quasi vor sich und zieht. Aufpassen. Und eingerastet. Sehr geil. Als allererstes Ziel haben wir einen Wasserkanister. 80 LBS, Test los. Kennt sich jetzt die Armbrust? Hier haben wir einmal Kimme und Korn. Kimme befindet sich oberhalb des Dings. Und sage 3, 2, 1. Jo, reingehauen ist es schon mal. Ist weg, oder? Ist durch, der ist komplett durch. Weg, ja. Scheiße, und der ist hier oben hoch und ist Mist, verdammt, ich hab gedacht, das eine hätte reicht. Aber ich will jetzt wissen, ob so ein kleines Eichhörnchen-Schädelchen oder so ein, naja, so ein Zombie-Schädel das aushält. Beschusstest auf eine Honigmelone, mal sehen, was jetzt passiert. Also ich bin gespannt. Wir sind ungefähr, ich sag jetzt mal 4-5 Meter entfernt, also jetzt nicht die Welt, aber ich habe mit dem Ding dann geschossen. Ich weiß nicht, ob ich damit auch treffe. Und gerade eben habe ich ja zwar getroffen, aber der Pfeil ist weg. Also weiter. Jo, Treffer. Gleiches Spiel in grün. Voll durch. Aber hier können wir gut den Austrittsloch sehen. Und der muss hier irgendwo sein. Das kann doch nicht sein. Ist der auch weg? Wie viel Bums hat denn bitte diese scheiß Armbrust? Voll durch die Melone durch. Und hier kann man zum Stoppen. Machen wir mal was Härteres. Metall. Metall mit Flüssigkeit. Was denkt er? Ich bin gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass das kleine Ding so viel Power hat. Ohne Mist. Da müsste man tatsächlich mal einen Direktvergleich mit der großen Armbrust machen. Würde mich echt interessieren. So, aber jetzt erstmal. Gespannt. Okay. Bolzen ist eingelegt. Entsichert und. Yeah! Und was denkst du durch? Klar, sie durch. Da rein und da wieder raus. Das ist heftig. Wollen wir mal zwei Kanister jetzt nochmal hinstellen? Wir haben noch einen Schuss. Ja. Marvin setzt an. Hey, Scheiße, ich hab die Taschenlampe getroffen. Guck, es ist unglaublich. Jo, ich hab's Glas getroffen. Da ist die Schramme. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die treffe? Und die beide, es ist wieder komplett durchgeschlagen. Guck, hat zwei Kanister durchschlagen und ist noch locker 10 cm dahinter in den Boden eingerastet. Fazit, ist die Alligator Handarmbrust bzw. Pistolenarmbrust ein guter Begleiter für einen Fluchtrucksack? Hey Leute, definitiv, 80 LBS reicht völlig aus. Wir haben gerade echt viel kaputt gemacht. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal einen Direktvergleich mit der großen Armbrust machen. Wer wissen will, wie dieser Direktvergleich ausgeht, der abonniert sofort meinen Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir bei Instagram. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank nochmal an den Uli in Spezialdepot, an Tasmanian Tiger und an Runtime. Und ohne euch Zuschauer sowieso nicht. Deshalb geht ein dickes Danke an euch alle raus. Lasst mir Kommentare da, was noch in den Fluchtrucksack rein muss. Was da zu viel war oder was da gefehlt hat. Mich bin total interessiert. Also rein in die Kommentare. Damit möchte ich mich verabschieden. Nicht vergessen, wer schwitzt, stimmt. Soweit wir noch euch liebt, macht's gut und abonnieren nicht vergessen. Freunde! Wer schreitet so spät durch Nacht und Wind, Nacht und Wind? Es ist Martin und jeder weiß, das stimmt, weiß, das stimmt.